Alright, 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 Leute, willkommen zurück zu einem neuen Scott Games Update. Das letzte Update war eher schwach. Man hat Orange Bonnie gesehen, also Bonnie in orangener Farbe. Man hat aber nicht so wirklich neue Elemente gesehen, was jetzt in diesen Update reinkommt. Das Bild, was heute rausgekommen ist, ist schon viel geiler dazu. Und zwar sieht man darin Balloon Boy mit einer ziemlich krassen Deformierung, so wie man ihn noch nie kennt. Fette Krallen bekommen, sieht auch ziemlich creepy aus, finde ich. Also ich finde, das ist schon ein ziemlich cooles Bild geworden. Und ist wohl mehr oder weniger eine Bestätigung, dass Balloon Boy als Nightmare-Version jetzt in FNAF 4 reinkommt. Bisher hieß es immer, dass das Update eigentlich nur Challenges und Cheats reinbringen wird und vielleicht auch ein paar Minigames. Deswegen bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob Balloon Boy jetzt mit in das Game reinkommt oder einfach nur das Minigame ein bisschen verändert oder vielleicht ein eigenes Minigame bekommt. Ich vermute eher Zweiteres. Es wird ein zweites Minigame geben, neben Plüschtrap, so wo man mit Balloon Boy irgendwas machen muss. Die Frage ist natürlich, was? Aber auf jeden Fall ist es ein ziemlich cooles Modell geworden, finde ich. Und im Vergleich zu dem ersten Bild kann man sich hier schon ein bisschen etwas mehr draus machen. So, die zweite Lampe ist angegangen und es gibt insgesamt 9 Punkte, die gab es schon immer. Die Frage ist jetzt auch, ob alle 9 Punkte mal anspringen. Weil theoretisch könnten auch nur die linken 5 angehen. Aber jetzt kommt der Plot-Twist. Viele behaupten, es wäre Balloon Boy. Es muss definitiv Balloon Boy sein. Aber, das ist jetzt meine Theorie, guckt euch mal die Farben von Balloon Boy an. Es ist pink-rot. Die üblichen Farben von Balloon Boy sind aber pink, rot und blau. Es kann natürlich jetzt am Licht liegen oder einfach mal, dass man ein bisschen dunkleren Filter draufgepackt hat. Kann natürlich sein, aber die Farben passen mehr zu Balloon Girl. Balloon Girl gibt es zwar sehr wenige Bilder, es gibt auch eigentlich gar keine Bilder, weil es gab nur ein Easter Egg in Teil 2. Aber es gibt sehr viele Fanarts und ihre Farbe sind halt nun mal pink und rot. Von daher, es kann gut sein, dass Balloon Girl endlich mal in FNAF eingeführt wird, offiziell. Bisher war es ja immer ein Easter Egg, wie gesagt. Aber die Farben sprechen für Balloon Girl. Aber theoretisch ist es scheißegal, ob es Balloon Girl oder Balloon Boy sind, weil das Model von denen ist immer gleich. So, machen wir das Bild mal selbst ein bisschen heller. Ich glaube, da können wir was rausholen. Anders als beim anderen ersten Bild mit Bonnie können wir, glaube ich, hier ein bisschen mehr rausholen. Oh. Oh. Hallo, da steht Hello oben drüber mit einem fetten Fragezeichen. Ah, das sieht schon mehr danach aus, nach Scott Games, weil das erste Bild war schon ziemlich sparsam, was Secrets anging. Jetzt haben wir ein fettes Hello, das typische Markenzeichen vom Balloon Boy, der immer fragt, Hello, Hello, blöder Wichser. So, vom Modell selber sieht man nicht wirklich viel, außer dass jetzt ein bisschen Zähne dazugekommen sind. Man sieht ganz leicht die Zähne, aber sonst ist eigentlich trotzdem alles dunkel geblieben. Okay, ob es jetzt Balloon Girl oder Balloon Boy ist, ist halt fraglich. Das Bild selber heißt immer noch JPEG, also In the Dark JPEG. In the Dark JPEG, es hat sich sonst nichts verändert und Title 3 heißt das nur jetzt, das mit den 3 Punkten. Gibt es auch schon Title 4? Mal gucken. Ha, das war echt so easy. Title 2, ja, Title 2 war das mit dem 1 Punkt und Title 1 müsste dann das Hauptding sein oder einfach nur Title. Der eigentliche Title leuchtet wie ein Weihnachtsbaum, okay? Auf jeden Fall sind da alle Punkte aktiv. Okay, wir sind bei Title 3 angekommen. Die Frage ist, wie viel Title es gibt. Ja, auf jeden Fall ein sehr interessantes Bild. Besser als das erste mit Bonnie, wie schon gesagt. Und es zeigt auch mal, was jetzt in dem Update drin ist. Bonnie war eher zu rätselhaft. Man konnte sich nichts darunter vorstellen. Jetzt wissen wir es. Balloon Girl oder Balloon Boy werden uns das Leben schwer machen in Five Nights at Freddy's 4 Halloween Update. Klickt mal hier oben rechts auf das i, dort findet ihr weitere Five Nights at Freddy's Video. Gebt der Folge mal einen Daumen hoch und schreibt mal eure Theorien dahinter. Denkt ihr, das ist Balloon Girl oder denkt ihr, das ist Balloon Boy? Wir dürfen gespannt sein. Abonniert mich, wenn ihr keine weiteren Updates verpassen wollt. Und gebt mehr Flosse. Flop.